Ja, herzlich willkommen zurück hier auf der Mainstage in Berlin beim University Future Festival 2023. Ich begrüße ganz herzlich alle, die im Saal sind. Ich begrüße ganz herzlich alle, die uns digital zuschauen. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt die auf der Bühne haben, die in den Hochschulen ausgebildet werden. Es sind jetzt drei Studierende bei uns, und zwar drei Digital Change Maker, die sich im Hochschulforum Digitalisierung engagieren. Lea Bachus, Kevin Saukel und René Rath sind da, und sie reden über Studierendenzentrierung und darum, wie man sie eigentlich richtig versteht und dass Hochschule nicht nur für, sondern mit Studierenden gestaltet wird. Herzlich willkommen, Lea Bachus, Kevin Saukel und René Rath. Okay, hallo auch nochmal von uns. Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein und die Studierenden auf der Bühne vertreten zu dürfen. Und zwar mit einem Beitrag, der uns allen sehr am Herzen liegt, weil wir da schon seit geraumer Zeit zu arbeiten, und zwar zum Thema Studierendenzentrierung. Wie der Titel vielleicht schon vermuten lässt, haben wir den Eindruck, dass es eine richtige Art und Weise gibt, Studierendenzentrierung zu verstehen, und eine vielleicht nicht ganz so gut gelungene Art und Weise. Und darüber möchten wir heute mit Ihnen und euch ins Gespräch kommen. Ich bin Lea Bachus, ich studiere aktuell an der Universität Bielefeld und bin Digital Changemakerin des Jahrgangs 2022, und mit mir auf der Bühne habe ich heute Kevin Saukel von der Goethe-Uni in Frankfurt und den René Rath aus Göttingen. Genau, und wir wollen auch direkt einmal starten, und zwar haben wir in den vergangenen mittlerweile schon fast 12 Monaten gemeinsam was ausgearbeitet, und ich gebe mal an René weiter, der jetzt ein bisschen ins Thema einführen wird. Genau, bei dem Begriff Studierendenzentrierung denken Sie wahrscheinlich an Wörter wie Lehrende, Lernende, Dozierende, Studierende, vielleicht auch an sowas wie Vielfalt der Methoden, der Formate, an Innovation, an sozial und interaktiv. Und das sind sicherlich Begriffe, die auch für uns am Anfang im Begriff Studierendenzentrierung enthalten waren. Für uns ging es aber weiter, und wir hatten da ein Schlüsselerlebnis, als ich als studentischer Gutachter im Rahmen einer Förderausschreibung tätig war, fiel mir auf, dass das Kriterium Studierendenzentrierung eigentlich als sehr wichtiges und zentrales Kriterium ausgeschrieben wurde, aber in vielen Anträgen und Projekten relativ salopp mit, ja, am Ende gibt es eine Evaluation, eine Umfrage, abgehakt wurde. Und das hat uns dazu verleitet, darüber nachzudenken, was Studierendenzentrierung eigentlich noch heißen kann und wie man diesen Begriff noch verstehen kann. Und wir haben dazu mal recherchiert und zwei Definitionen heute mitgebracht, was eigentlich Studierendenzentrierung sein kann. Die erste hier ist von der Hochschulrektorenkonferenz, von deren Webseite. Und die HRK stellt fest, dass es bisher keine allgemein anerkannte Definition für Studierendenzentrierung gibt, und stellt dann fest, dass es irgendwie etwas damit zu tun hat, dass Lehrende den Lernprozess der Studierenden unterstützen und diese hin zu einem selbstständigen Lernen führen. Also hier wird besonders die Stellung der Lehrenden, der Dozierenden betont, im Sinne eines Student-Centered Teaching. Es wird dann weiter konkretisiert und auf die Mitverantwortung der Studierenden eingegangen, aber im Fokus und in der Betonung sind hier doch ganz klar die Dozierenden. Das ist etwas anders bei der zweiten Definition, die ist von der Internationalen Bildungsgewerkschaft Education International und der Europäischen Studierendenunion, und die versteht den Begriff Studierendenzentrierung etwas breiter, nämlich als Mindset, als Kultur einer Hochschuleinrichtung, wo es eben darum geht, Studierende zu beteiligen und den Lernansatz so zu wählen, dass eben der Lernende mit seinen eigenen Erfahrungen im Vordergrund steht. Und Studierendenzentrierung wird dann weitergehend dahin definiert, dass die Kommunikation zwischen den Lehrenden und Lehrenden in den Vordergrund gestellt werden soll und dass vor allem Kompetenzorientierung im Vordergrund steht. Also wir sehen hier zwei unterschiedliche Definitionen von Studierendenzentrierung, die einmal eher Student-Centered Teaching, also die Bedeutung der Lehrenden im Vordergrund stellt, und auf der anderen Seite Studierendenzentrierung eher von den Lernenden, von den Studierenden her versteht. Und das ist vielleicht ein guter Ausgangspunkt, auf Grundlage dessen wir versucht haben, den Begriff Studierendenzentrierung zu aktualisieren und noch weiter zu fassen. Und damit macht jetzt Kevin weiter.
Genau, nämlich mit der didaktischen Konzeption von all dem Ganzen, wenn wir über Studierendenzentrierung reden. Ich lese mal ein Zitat oder ein Wortlaut vor. Wir verstehen Lernende als ein Lernen als einen individuellen, aktiven und selbstbestimmten Konstruktionsprozess. Dieser ist geprägt durch interaktive und soziale Prozesse in der Umwelt und mit anderen Personen. Jetzt nehme ich mal die freche Rolle ein und würde mal sagen, okay, vielleicht sollten wir mal aufhören mit dem Buzzwording und das Ganze mal vielleicht näher bestimmen. Was bedeutet denn überhaupt Selbstbestimmung im Bildungskontext? Du kannst mal eine Folie weitermachen. Und da haben wir nämlich, erstmal so vier Kommentare, vielleicht vier didaktische Kommentare. Lernen ist ein Prozess, den Sie nicht erzwingen können. Lernen geschieht aus einem Konstruktionsprozess heraus, der in uns selber stattfindet. Das heißt, Lernen passiert eigentlich in jedem Einzelnen von uns und ist erstmal unabhängig von dem, oder im groben Sinne unabhängig von dem, was eigentlich außerhalb passiert. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Es ist ein individueller und selbstbestimmter Prozess und deswegen müssten wir uns schon die Frage aufmachen, okay, wer definiert denn eigentlich Lernziele in der Hochschule oder wer definiert denn eigentlich auch Learning Outcomes oder Kompetenzziele in der Hochschule, wenn es ein selbstbestimmter Prozess ist? Wie müssen wir eventuell auch Prüfungen anders denken, wenn Lernen ja anscheinend ein selbstbestimmter Prozess ist und ich eigentlich ja das Lernen von mir heraus als Studierender steuern müsste und auch selber dann diesen Lernprozess eingehe? Deswegen haben wir so als eine Leitthese oder irgendwie auch als eine These da aufgestellt, ja, Lernen ist erstmal eine Entscheidung der Lernenden. Man kann niemanden zum Lernen verpflichten und daran entlang auch nochmal herausgefunden, ne, wir orientieren uns an den Konstruktivismus, wenn Ihnen das was sagt, sowohl auch an dem interaktionistischen Konstruktivismus. Und klar ist auch, Lernen ist ja sozial geprägt. Lernen ist durch Diskurse geprägt, weil man aus sich heraus oder wenn man selber in sich ein geschlossenes System hat, Systemtheorie da im Hintergrund, dann kann man ja nichts lernen, also kann man sich ja nicht bilden. Die Änderung des Selbst- und Weltverhältnisses vielleicht da im Kontext. Was aber heißt, ja, Lernen ist auch ein sozialer Prozess. In der Interaktion mit anderen, in der Interaktion mit der Umwelt lernen wir neue Sachen hinzu. Das heißt, das kann man auch nicht ganz ausklammern. Das bedeutet aber auch, dass wir uns die Lernsettings nochmal näher anschauen wollen. Wo haben wir denn in unserem Lernsetting, sage ich mal, auch soziale, diskursive Elemente und interaktive Elemente, in denen man sowas aufgreifen kann? Und müsste das nicht vielleicht sogar eher im Fokus stehen, wenn wir auch an Prüfungen denken oder wenn wir auch in der Gestaltung von Learning Designs denken? Und deswegen haben wir da auch nochmal als Leitthesen auch mit draufgenommen, ja, Lernsettings müssen auch die Heterogenität der Studierenden berücksichtigen, sowohl aus dem selbstbestimmten Anteil heraus, als auch aus dem sozialen Anteil heraus. Und gleichzeitig muss es natürlich auch irgendwo Freiräume geben, als Notwendigkeit zur Gestaltung individueller Lern- und Bildungsprozesse. Denn erst wenn Studierende, ne, selbstbestimmt irgendwie mitwirken können, auch an ihrem eigenen Bildungsprozess, dann ist das ja Lernen im schlussendlichen Sinne. Man formuliert seine eigenen Lernziele und kann damit auch selbstbestimmt durch den Lern- und Bildungsprozess durchgehen. Damit gebe ich erstmal weiter. Genau, auf der Grundlage haben wir uns dann überlegt, wie man den Begriff von Studierendenzentrierung erweitern und aktualisieren kann. Wir haben vorher gesehen, dass dort vor allem die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden häufig im Kontext von Lehrveranstaltungen im Vordergrund stand. Das ist also ein relativ enges Verständnis und wir haben uns überlegt, wie man es erweitern kann und wir schlagen folgende neue Definition vor, nämlich Studierendenzentrierung als offene und wertschätzende Kultur einer Hochschuleinrichtung zu verstehen, die das gegenseitige Commitment der Lehrenden, Mitarbeitenden und Studierenden beinhaltet, alle Lehr-, Lern- und studienbezogenen Prozesse und Strukturen einer Hochschule partnerschaftlich und ko-kreativ zu gestalten. Da geht es also um das Miteinander auf Augenhöhe, um das partnerschaftliche Miteinander eben so zu verstehen, dass alle Statusgruppen und eben auch die Studierenden gleichberechtigte Mitglieder der Hochschulgemeinschaft sind. Des Weiteren zielen wir auf die Diversität der Studierenden ab. Das ist immer wieder wichtig festzustellen, dass die Studierendenschaft keine homogene Masse ist, sondern eben heterogen mit unterschiedlichen Lebenssituationen, mit unterschiedlichen Bildungsbiografien. Und das zu beachten, ist für uns ganz wichtig. Das wesentliche Merkmal der Studierendenzentrierung ist darum für uns die gleichberechtigte Beteiligung an Strategie und Projektentwicklung. Soll heißen, auch in der Hochschulleitung ist es wichtig, die Studierenden konkret wahrzunehmen und zu hören und mitentscheiden zu lassen. Und wir haben uns dann überlegt, wie man den Begriff Studierendenzentrierung vielleicht etwas konkretisieren oder ausbuchstabieren kann. Und im Sinne der drei Bereiche in der Hochschule Lehr-Lernveranstaltungen, Lehr-Lernprojekte und Hochschulorganisation zu denken.
Zum einen habe ich hier gerade schon ein paar Smartphones hochgehen sehen, die fotografiert haben. Keine Sorge, wir haben gleich noch einen QR-Code für Sie und euch. Da könnt ihr dann alle noch mal scannen und der führt auch an einen coolen Ort. Genau, aber was wir vor allem gemacht haben ist, wir wollen hier ja heute auch alle ein bisschen ins Machen kommen und nicht nur drüber reden. Wir haben Handlungsempfehlungen ausgearbeitet und das für die drei Bereiche, die René gerade angesprochen hat und die möchten wir jetzt gerne einmal mit Ihnen teilen. Und da haben wir zum einen die Lehr-Lern-Veranstaltung. Das ist vielleicht der Ort, an dem sich Lehrende und Studierende am häufigsten begegnen und der prägend sein kann für die Bildungs- und Lebensbiografien von Studierenden, aber auch für Lehrende. Und da ist es ganz wichtig, im Bereich der Studierendenzentrierung in zwei Ebenen zu denken. Zum einen gibt es da die didaktische Ebene, was passiert da eigentlich im Unterricht, was passiert im Seminarraum, im Hörsaal, aber auch die Beziehungsebene, was passiert dabei zwischenmenschlich, zwischen den Lehrenden und den Studierenden. Und für uns ist es ganz wichtig, die Beziehungsebene immer mitzudenken. Und wir glauben, dass das aktuell noch nicht häufig genug geschieht. Denn es gibt sogenannte soziale Barrieren an Hochschulen. Hochschulen sind unglaublich hierarchisch organisierte Institutionen. Ich glaube, wir alle in diesem Raum und auch online können das bestätigen auf die eine oder andere Art und Weise. Und gleichzeitig ist es doch aber so, wenn ihr jetzt mal zurückdenkt an eigene Erlebnisse in eurer Bildungsbiografie, könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, wie ihr damals Exponentialrechnungen erlernt habt? Vielleicht eher mit schwierigen Erinnerungen verbunden für einige von uns, für mich zumindest. Aber was ich vor allem noch weiß, ist, wie es mir dabei ging und wie meine Mathelehrerin mich auf die Klausur vorbereitet hat, ob ich mit ihr über meine Fragen sprechen konnte, ob ich mich überhaupt getraut habe, Fragen zu stellen. Und das ist das, was wir meinen. Es ist super wichtig, dass eine gute Beziehung für das Lehr-Lern-Setting zwischen Studierenden und Dozierenden herrscht. Und dabei geht es zum einen eben darum, diese sozialen Barrieren, diese Hierarchien gezielt abzubauen. Das ist etwas, für das wir Lehrende sensibilisieren müssen, aber wo wir auch Studierende aktiv beteiligen müssen, indem wir ihnen zuhören, indem wir ihnen die Gelegenheit geben, Feedback zu geben und dieses Feedback dann auch hören. Zum anderen, das hat Kevin eben auch schon mal angesprochen und René auch, Diversität ist ein Thema und wir meinen das hier nicht nur als Buzzword, Diversität ist wichtig, sondern Studierende sind Individuen und werden auch weiterhin vor der Hochschule, während der Hochschule und nach der Hochschule ihren individuellen Weg gehen und es kann nicht sein, dass Studierende wie am Fließband fast abgefertigt werden in manchen Veranstaltungen, weil es vielleicht ein bisschen bequemer ist. Und wir glauben, dass diese Diversität eben in allen Entscheidungen, die das Lehr-Lern-Setting betreffen, mitgedacht werden muss. Und das geht sowohl aus von Studierenden wie auch von Lehrenden. Hier muss an der Beziehungsebene aktiv gearbeitet werden. Es muss auch aktiv Zeit dafür geschaffen werden, das zu tun. Auf der didaktischen Ebene ist es dann wiederum wichtig, Studierende auch in die Gestaltung ihrer Lern-Lern-Settings mit einzubeziehen. Weil, wie wir schon gehört haben, Studierende wollen lernen und treffen die Entscheidung zu lernen. Und wenn sie diese Entscheidung getroffen haben, dann können sie auch aktiv ihren Lern-Lern-Weg mitgestalten. Und damit gebe ich weiter an unseren nächsten Punkt. Jetzt geht es nämlich um Lern-Lern-Projekte. Genau, also das ist jetzt eine Folie, die richtet sich vor allem auch an Förderausschreibungsgeber, an Finanziers, an Hochschulleitungen, denn uns ist aufgefallen, dass bei der Konzeption von Lehr-Lern-Projekten die Studierendenzentrierung, die Studierendenbeteiligung nicht über den gesamten Projektlebenszyklus gedacht wird. Gerade am Anfang gibt es da noch Verbesserungspotenzial und ich versuche das jetzt einmal an den verschiedenen Phasen auszubuchstabieren. Also denken wir daran, dass es die Projektinitiationsphase gibt, sei es zum Beispiel eine Förderausschreibung, die in den Hochschulen wahrgenommen wird, die verschiedenen Abteilungen, Lehrstühle, die Lerncenter verhalten sich dazu und überlegen sich, wie können wir daran teilnehmen, was könnte unsere Einreichung sein. Häufig ist es da allerdings so, dass in diesen frühen Konzeptionsphasen die Studierenden nicht mitgedacht und nicht mitbeteiligt werden, sondern dass das häufig ja vor allem von Hochschullehrern und Hochschulmitarbeitern konzipiert wird. Und da möchten wir gerne sensibilisieren, bereits hier
auf die Studierenden zuzugehen, beispielsweise auf Fachschaften, auf Hochschulgruppen, auf studentische ExpertInnen und sie zur Beteiligung einzuladen. Es ist häufig so, dass sich Studierende sehr darüber freuen, wenn sie bereits direkt am Anfang eines Projektes angesprochen und eingebunden werden. Studierende sind häufig gewollt, sich zu beteiligen, sich einzubringen und ihr Feedback zu geben. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man direkt beim Projektstart Studierende mehr beteiligen kann und Studierendenzentrierung forcieren kann. Denken wir daran, Studierenden von vornherein die Möglichkeit zu geben, eigene Projekte aufzusetzen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder können Mittelgeber Studierendengruppen antragsberechtigt werden lassen. Das heißt, Hochschulgruppen, Fachschaften, Studierendenvertretungen könnten selber antragsberechtigt werden, könnten selber Institutionen stellen werden, über die Projektmittel abgerechnet und benutzt werden können. Aber es gibt auch eine niederschwellige Möglichkeit, wenn Hochschulleitungen zum Beispiel so etwas wie Projekt- oder Innovationsfonds einrichten, auf die sich Hochschulgruppen, Studierendengruppen bewerben können, um dann im Rahmen von kleinen Budgets kleine Projekte umzusetzen. Eine weitere Möglichkeit wäre es, im Rahmen von, ich nenne es mal Dummy-Modulen im Schlüsselkompetenz- oder Schlüsselqualifikationsbereich, so etwas wie Peer-Learning zu ermöglichen, wo Studierende für andere Studierende bestimmte Kurse anbieten. Denn das ist vor allem auch eine gute Möglichkeit, für die Studierenden ihre Soft Skills zu schärfen. Denken wir in der nächsten Phase, nämlich der Konzeption, und da sind wir jetzt vor allem wieder im Framework von Projektkonzeption als Reaktion auf Förderausschreibung. Da ist es unserer Meinung nach fundamental wichtig, Studierende in den Projekt- und Antragsteams zu beteiligen. Denn das ist bisher auch wenig ausgeprägt. Also Projektteams sollten nicht nur aus Hochschullehrern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehen, sondern eben auch aus Studierenden. Und denen sollte dann auch ganz bewusst in Absprache die Verantwortung für bestimmte Work-Packages überlassen werden. Denn wir wissen alle, je weiter ein Projekt konzipiert und gediehen ist, desto weniger Flexibilität gibt es für fundamentale Änderungen. Und nehmen wir an, das Projekt, die Projektskizze ist geschrieben, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf Grundlage des Studierendenfeedbacks nochmal grundsätzlich etwas geändert wird, doch relativ gering. Und darum laden wir dazu ein, bereits im Antragsteam, im Projektteam Studierende zu beteiligen. Bei der Implementation von verschiedenen Projekten ist Studierendenzentrierung unserer Meinung nach schon gut ausgestattet. Da gibt es eine Vielfalt von Beteiligungsformaten, von Methoden, um Studierendenzentrierung sicherzustellen. Man denkt zum Beispiel an verschiedene Umfragen, an verschiedene Möglichkeiten, um Workshops oder Events für Studierende anzubieten und dort Feedback qualitativ und quantitativer Art einzugeben. Es gibt auch in vielen Projekten so etwas wie Beiräte. Also da sehen wir gute Fortschritte und möchten da alle ermutigen, dort weiterzumachen. Und beim Projektabschluss sind wir auch relativ positiv gestimmt, was die Studierendenzentrierung angeht. Dort gibt es viele Möglichkeiten, wie die häufig erwähnte Studierendenumfrage. Es gibt die Möglichkeit von Bekanntmachung und Werbung, häufig über hochschuleigene Informations- und Kommunikationskanäle. Was wir aber gerne noch unterstreichen möchten, ist gerade in diesem letzten Abschluss, in dieser letzten Phase, das Projekt dadurch bekannt und vor allem auch glaubwürdiger zu machen, dass man die Student Community einbindet. Das heißt, ganz bewusst in Zusammenarbeit mit Fachschaften, mit Hochschulgruppen, mit Peergruppen, mit MultiplikatorInnen, das Produkt des Projektes bekannt zu machen, zu testen und eben auch auszurollen. Und eine letzte Möglichkeit ist eben, das Projekt, das Produkt des Projektes eben auch im Rahmen von Lehrveranstaltungen bekannt zu machen oder dort auch ganz bewusst als eine Möglichkeit des Learnings darzustellen. Und damit kommen wir zur letzten Ebene, nämlich der Hochschulorganisation. Und ich greife mal den Ball von Lea tatsächlich auf, weil sich das, der Diversitätsbaustein tatsächlich durch unseren gesamten Leitfaden durchzieht. Und es auch dann auch tatsächlich in der Hochschulorganisation. Denn wenn man über Beteiligungsformate oder Beteiligungsmethoden nachdenkt, dann muss man sich auch versinnbildlichen, was bedeutet denn eigentlich eine gute Beteiligung entlang eines Hochschulentwicklungszykluses. Das heißt, eines gewissen Hochschulentwicklungsprozesses, beispielsweise wie in der Strategieberatung
Beteiligung oder beispielsweise in der Änderung des Leitbilds Studium und Lehre? Und was heißt da eigentlich gute Beteiligung? Und wenn wir da diesen Diversitätsgedanken reinbringen, dann bedeutet das im Grundsätzlichen tatsächlich, wie holen wir eigentlich die unterschiedlichen studentischen Lebensrealitäten in den Beteiligungsprozess ab? Und dann kann es leider auch nicht sein, dass wir die abhandeln in einem Präsenzworkshop, sondern dann müssen wir ein wenig weiterdenken. Das heißt, ein wenig weiterdenken insofern, mit welchen Formaten und welchen Methoden können wir auch unterschiedliche Studierende abholen. Wann müssen wir asynchrone Formate eventuell im Beteiligungsprozess anbieten? Wann digitale Formate? Wann Präsenzformate? Aber nur ein Format einzubinden, dann holen Sie natürlich eine gewisse Anzahl beziehungsweise eine gewisse Art von Studierenden ab, die sich vielleicht ohnehin schon beteiligen. Und deswegen muss man auch Diversität in diesem Beteiligungsprozess, im Hochschulentwicklungsprozess nochmal einer näheren Betrachtung unterziehen, damit man eben auch die nächsten Punkte, die danach folgen in dieser Pyramide, auch angehen kann. Nämlich als zweiten Schritt auch das Commitment zu haben. Ne? Also in wie vielen Leitbildern der Lehre oder von Studium und Lehre und wie vielen Leitbildern steht tatsächlich demokratische Teilhabe oder Mitbestimmung an Lernprozessen, an Lernprozessen von Studierenden drinne? Es ist ja auch ein Commitment, was die Hochschulleitung dahingehend oder die Hochschule dahingehend an ihre Studierenden, an ihre Universitätsgemeinschaft abgibt. Das heißt tatsächlich auch in solchen Strategieprozessen, in solchen Hochschulentwicklungsprozessen auch das Commitment abzugeben, auch schriftlich festzuhalten, wie auch Studierendenbeteiligung und Studierendenzentrierung in der Hochschulorganisation gelebt wird, demokratisch gelebt wird, hier und ganz besonders hervorgehoben. Und abschließend natürlich, Studierendenzentrierung bzw. die Arbeit an Lehr-Lernprojekten oder an Lehr-Lernveranstaltungen, das ist Arbeit. Das ist nicht wenig Arbeit. Also auf dem Let's Talk Campus Event hatten wir es schon mal durchgehabt, wie viel eigentlich Studierende arbeiten währenddessen und wie viel sie tatsächlich verdienen und was sie tatsächlich auch leisten müssen über das Vollzeitstudium eventuell hinaus. Das heißt, wenn wir tatsächlich ernsthaft Studierende beteiligen möchten, beziehungsweise auch sie in den Fokus rücken müssen, möchten und dadurch auch diese Gestaltungsräume ausnutzen möchten mit Studierenden zusammen, dann bedeutet das auch, über Anerkennungs- und Förderungsstrukturen nachzudenken, um dem eben nachzukommen. Und es kann auch nicht sein, dass dann Studierende über 60 Stunden hinausarbeitet, um sich dann vielleicht noch im Hochschulentwicklungsprozess zu beteiligen, was so rein die statistische Aussage dabei wäre, wenn man einen Teilzeitjob noch dabei hat. Genau, und damit kommen wir weiter abschließend zum Diskussionspapier Studierendenzentrierung Neudenken. Denn ich kann mit Freude verkünden, dass wir auch mit einem Ergebnis hier angereist sind. Wir haben ein Diskussionspapier geschrieben und das sind nicht nur wir drei gewesen, sondern da steckt ein großer Community-Prozess dahinter, um nur einige Menschen zu nennen, von denen ich auch ein paar schon heute hier sehen durfte. Das waren wir drei als Studierende, die beteiligt waren, von den HochschulmitarbeiterInnen Dr. Jonas Lilienthal, Franz Vergöhl und Peter England, die sich da auch mit großem Engagement mit eingebracht haben und auch noch Professor Dr. Ralf Sonntag, die da tolle Dinge beigetragen haben, die uns immer wieder Feedback gegeben haben und aktiv eigene Punkte mit eingebracht haben. Also wir stehen hier heute nicht nur für das, was die Studierenden dafür getan haben, sondern auch dafür, was diese gesamte Arbeitsgruppe geleistet hat. Und ich habe schon angekündigt, es gab einen Community-Prozess, den kann Kevin jetzt schon ein bisschen weiter vorstellen. Ich mach's kurz, ich verspreche es. Ich schaue so auf den Timer drauf. Deswegen, Sie sehen hier schon den langen Prozess, ihr seht hier schon den langen Prozess, den wir hier hinter uns haben, bis zur Vervollständigung des Diskussionspapiers. Jetzt steht es natürlich noch aus, okay, wie bringen wir tatsächlich dieses Diskussionspapier in die Praxis und wie geht die weitere Arbeit vonstatten? Ne? Man kann eine Methoden-Toolbox machen, wo man einfach mal alle Methoden auch auflistet, entlang von Hochschulorganisationen, Lehr-Lehrveranstaltungen, Lehr-Lernprojekte, was sich bewährt hat, was auch vielleicht die Erfahrung von einzelnen Hochschulmitgliedern, einzelnen Studierenden und einzelnen Hochschulleitungen ist, um da das Ganze auch zugänglich zu machen, aber im Prinzip sind wir jetzt am Anfang eines neuen Prozesses beziehungsweise des Implementierungsprozesses. Wie bringen wir das in die Praxis? Und da haben wir uns auch überlegt, okay, wieso nicht eine Community Working Group schaffen, die sich damit mit diesem Thema nochmal näher auseinandersetzt, die da nochmal konkretisiert, die da nochmal das Ganze auch in die Hochschulen reinträgt und da nochmal weiter dran arbeitet, weil das Thema ist ein Thema, auf das wir immer wieder zurückkommen. Bei Studierendenzentrierung begleitet uns in allen didaktischen Formaten, auch vielen didaktischen Formaten, die wir hier auf dem Festival gehabt haben, und es wäre schade, wenn der Prozess einfach verloren gehen würde. Deswegen laden wir Sie, euch ganz herzlich zu einer weiteren Arbeit ran, um dieses Thema auch weiter voranzubringen mit Ihnen gemeinsam, euch gemeinsam. Das erwähnte Diskussionspapier können Sie jetzt online lesen und kommentieren unter diesem QR-Code.
Wir werden dann das Feedback noch einmal auswerten und aufnehmen und dann das finale Diskussionspapier zusammen mit dem Hochschulforum im Verlauf des Mais publizieren. Vielleicht als Take-Home-Message heute: Studierendenzentrierung ist nicht nur die Interaktion von Lehrerinnen und Lehrenden in der Lehrveranstaltung, sondern sollte unserer Meinung nach breiter über alle Ebenen der Hochschule, über alle Statusgruppen als Co-Kreation, als partnerschaftliches Miteinander verstanden werden. Vielen Dank. Viel Applaus für eure Gedanken, die ihr euch gemacht habt. Es sind tatsächlich schon ein paar Fragen auch eingetrudelt, die ich gerne jetzt hier weitergeben möchte. So ein bisschen in der Realität ankommend, die Frage: Alles richtig und großartig, aber ist das System Uni bereit für diese Utopie? Stehen Rahmenbedingungen, Akkreditierungsprozesse, Deputationsregelungen etc. dem nicht vielleicht entgegen? Und da schließe ich dann direkt noch an: Leider ist die nächste Anmerkung, sind Antragslaufzeiten oft so lang, dass Studis dann meist weg sind. Habt ihr so ein bisschen die Machbarkeit da auch im Blick gehabt bei euren Forschungen? Ich glaube, bevor vielleicht auch meine Mitspeaker was dazu sagen, möchte ich noch mal einen Punkt aufgreifen aus einer vorherigen Keynote, die hieß Change the System, not the People. Und da vielleicht auch noch mal den Anstoß zu wagen: Natürlich bewegen wir uns hier in einer bestimmten Struktur, aber die ist nicht unveränderlich. Und natürlich sind wir uns dessen bewusst, dass viele dieser Dinge nur mit enormen Kraftakten zu verwirklichen sind. Aber ich denke, ich kann sagen, dass ich der Überzeugung bin, ja, ich glaube, wir sind bereit dafür, diese Kraftakte auf uns zu nehmen. Auch in so langen Planungsprozessen ist es natürlich auch ein Baustein, den man dann in der Beteiligung mitdenken muss, ne? Also wenn der Prozess im Hochschulbau 10 Jahre, das sind 5 Studierendengenerationen, wenn man da Beteiligung wirklich ernsthaft durchführen muss, dann muss man sich überlegen, okay, wie können wir mehrere Generationen von Studierenden daran beteiligen, und das liefert ja unweigerlich auch die Frage, okay, wie können wir da Wissen auch transferieren von Beteiligungsprozessen? Wie können wir die transparent machen? Und das geht ja alles damit einher, gerade bei so langen Laufzeiten. Die nächste Frage ist noch: Sind alle Studis bereit, sich zum Beispiel bei Antragsprozessen einzubringen? Wie seht ihr das? Das sind natürlich, harte oder schwierige Formulierungen, alle pauschal, das kann man so vielleicht nicht sagen. Es gibt sicherlich Studierende, die sich sehr gerne und sehr umfassend einbringen, wenn sie dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen vorfinden. Es gibt sicherlich Studierende, deren Identifikation mit der Hochschule weniger ausgeprägt ist und die das eher als Station in ihrem Lebenslauf wahrnehmen. Aber unserer Erfahrung nach ist die Bereitschaft grundsätzlich sehr hoch und grundsätzlich auch in der Breite vertreten. Und deshalb glauben wir, dass sich für solche neuen Förderausschreibungsmöglichkeiten sicherlich immer Studierendengruppen, Hochschulgruppen, Organisationseinheiten finden, die das gerne aufnehmen und ermöglichen. Prima. Ich hatte mal noch so gefragt im Chat: Wie binden Sie denn die Studierenden ein an Ihren Hochschulen? Und habe eine Antwort bekommen: Ja, wir binden Studis bei der Erstellung von neuen Lehrkonzepten ein, im Qualitätszirkel, in die Weiterentwicklung von Modulbeschreibungen etc. Geht das schon so in die richtige Richtung? Im Prinzip schon. Also es ist ja kein Geheimnis, dass viele Hochschulen auch sehr punktuell sehr viele Sachen machen. Also es gibt sehr viele Beteiligungsmethoden auch vor Ort und sehr viele Beteiligungsformate, die bereits durchgeführt wurden. Nur man muss sich auch überlegen, wie kann man so eine ganzheitliche Strategie an der Hochschule fahren. So punktuelle Beteiligung lohnt sich natürlich immer und kann man natürlich immer machen. Da müssen auch die einzelnen Fachbereiche schauen, wie man das umsetzen kann. Aber wenn man tatsächlich diesen gesamten Student Lifecycle sich auch vornimmt und den gesamten Hochschul Lifecycle sich auch vornimmt und die Hochschule als Institution, da müsste man sich nochmal anschauen, okay, wo beteiligen wir eigentlich Studierende bereits, wo beteiligen wir sie noch nicht, und ist das auch ein Ziel, wo unsere Hochschule hingehen will? Und dafür plädiere ich ja auch als Student, der hier ist. Deswegen müsste man da sich nochmal strategisch auch genau Partizipation anschauen. Beteiligung ganzheitlich denken. Ich finde, das fasst euren Input eigentlich ganz gut zusammen und das würde ich so als Schlusswort nehmen. Ganz herzlichen Dank, dass ihr euch diese Mühe gemacht habt, dass ihr die Gedanken mit uns geteilt habt und uns hier auf der Mainstage Rede und Antwort gestanden habt. Ganz herzlichen Dank an euch drei.